Hallo, hier ist Alexander Gottwald. Seit 2010 habe ich jetzt jedes Jahr zu Weihnachten einen Blogpost gemacht. Das hier war der von 2010. Da ging es um, warum ich Weihnachten nicht feiere, Gedanken zum okkupierten, vermarkteten, pervertierten Fest der Wiedergeburt der Sonne. Gibt es auch ein hübsches Video dazu mit wilder Frisur. Das findet sich noch auf meinem alten Blog, auf diesem Bewusstseinsblog der alexenergies.org. 2011 gab es schon einen Weihnachtsblog auf der alexandergottwald.com-Seite. Da geht es mehr um spirituellen Materialismus und da gibt es auch ein Video dazu vom Titicacasee, eben mehr zum Thema spirituellen Materialismus in religiösen Ritualen ganz allgemein. Letztes Jahr habe ich mir mal angeschaut, wie das mit diesen religiösen Mythen im Allgemeinen funktioniert und habe da auch dieses eine Zeitgeist-Video mit reingenommen, wo man eben einfach auch die astronomischen Hintergründe mal sieht, die eben einfach benutzt werden, um religiöse Trancen zu erzeugen. Also was sind eigentlich die drei Könige und was ist die Kreuzigung? Dieses Jahr wird der Saturn im Mittelpunkt stehen. Keine Sorge, es wird nicht rein astrologisch, sondern es geht um viel mehr. Es geht um diesen ganzen Mythos und es geht darum, wie über den Saturn und den Mond, aber dazu komme ich noch später, wie über den Saturn hier eine Scheinrealität erzeugt wird. Ja, und dafür müssen wir erstmal einmal kurz hinschauen, woher kommt Saturn überhaupt und was hat er ursprünglich mal bedeutet. Denn wenn wir uns den Saturn und seine Vergangenheit anschauen, das wird natürlich heute als Mythos, auch als Märchen, als Legende stigmatisiert, so nach dem Motto, das ist nichts, was man ernst nehmen muss. Aber vieles aus der Menschheitsgeschichte ergibt überhaupt nur Sinn, wenn das stimmt. Also es gibt eine alte Geschichte, in der Saturn ständig im Norden, und zwar viel näher an der Erde dran, gestanden ist, die Venus davor und davor der Mars. Und diese Konstellation hat etwas erzeugt, was früher die Sonne war. Die alte Menschheit hat mit dem Saturn als Sonne gelebt. Helios, ja, der griechische Helios, das ist nicht die heutige Sonne, sondern das ist Saturn. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das verstehen, dass Saturn die alte Sonne der Menschheit ist. Wenn wir jetzt schauen, was die Saturnalien dann im Römischen Reich waren, dann kommen wir schon dem Weihnachten auf die Spur. Du fragst dich jetzt ja wahrscheinlich schon, warum erzählt er jetzt hier von Saturn? Es geht auch um Weihnachten. Ja, die Saturnalien waren ein römisches Fest, was natürlich Saturn geweiht war und gewidmet war. Und das wurde am 17. Dezember gefeiert und wurde dann auch ausgeweitet auf die Zeit bis Ende September. Das heißt also, diese ganze Phase, in der heute Weihnachten, Silvester gefeiert wird, das war im Römischen Reich das Fest Saturns. Das waren die Saturnalien. Da steht ja auch hier, dass es eben viel um Essen und Trinken ging. Ja, also der Rex Bibendi wurde da gekürt, der König des Trinkens als Saturnalienfürst. Und nicht nur der Wein war wichtig, sondern es ging auch um Spiele, um Geld. Ja, alles Themen, die mit Saturn zu tun haben, auch heute noch, auch symbolisch, astrologisch gesehen. So, und jetzt schauen wir mal hin. Wer regiert denn heute den Vatikan, der nichts anderes ist als der Rechtsnachfolger des Römischen Reiches? Der Vatikan wird regiert von diesem Mann hier, der jetzt Papst Franziskus genannt wird. Und jetzt schauen wir mal, wann ist er denn geboren? Am 17. Dezember. Hoppla, hatten wir doch gerade, ne? Am 17. Dezember die Saturnalien.
Das heißt also, der Mann, der jetzt das Römische Reich regiert, ja, also den Vatikan, den Rechtsnachfolger des Römischen Reiches, dieses Imperium, was unermesslich reich ist, nach wie vor, ja, macht euch da nichts vor, von wegen Armutsgelübde und so, ja, also. Und dieser Mann ist also am 17. Dezember, am Tag des Saturnfestes, geboren. Was sind nun diese Saturnalien und woher kommt dieser Mann überhaupt? Der ist ja Jesuit. Und die Jesuiten sind eine saturnische Bruderschaft. Das heißt also, dieses römische Reich, dieser Vatikan, wird von einem Jesuiten, also einem saturnischen Bruder, regiert. Und im astrologischen Symbol für Saturn finden wir ja auch das Kreuz. Das heißt, diese Kreuzigung, das ist das Saturnische. So, wir haben also diese Jahreszeit der Saturnalien. Wir haben jemanden, der das regiert, der am Tag der Saturnalien geboren wurde. Und dieser Mann entstammt einer Bruderschaft, die saturnisch ist. Das heißt, dieses Römische Reich, dieser Rechtsnachfolger des Römischen Reiches, wird auf mehreren Ebenen von Saturn regiert. Und wenn wir jetzt nochmal einen Blick kurz drauf werfen hier, wenn wir uns das Horoskop anschauen von dem Franziskus, dann sehen wir, dass seine Aszendent-Deszendent-Achse Steinbock-Krebs ist. Und Steinbock-Krebs ist die manipulativste Achse, die wir im Horoskop finden können, denn sie geht um Saturn und Mond. Ja? Und Saturn und Mond, das sind die beiden entscheidenden Faktoren im Horoskop, wenn es um das Thema Manipulation geht. Fremdbestimmung, Täuschung in dem, was man auch die Matrix nennen kann. Und interessanterweise war genau diese Aszendent-Deszendent-Achse jetzt auch beim Welthoroskop bei der Wintersonnenwende in diesem Jahr, also vor 2 Tagen, wieder Steinbock Krebs, das heißt wieder Saturn und Mond. Das heißt, es geht einfach im Moment ganz, ganz stark darum, dass mit aller Macht an dieser Thematik gearbeitet wird, dass den Menschen weiterhin eine falsche Realität vorgegaukelt werden soll. Und da sind wir natürlich auch wieder bei Weihnachten. Ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei das, was auch als Saturn-Mond-Matrix oder Saturn-Moon-Matrix bezeichnet wird. Und dazu gibt es hier auf YouTube ganz spannende Videos dazu. Also vor allem das hier und auch das hier. Ja, und hier kann man noch mal schön sehen, also auch der John Maxwell, der hat ja unheimlich viel zu diesem Thema geforscht. Und der sagt also auch, dass der Sabbat eben die Verehrung des Planeten Saturn ist. Und dass eben auch dieses Phallus-Symbol, was man ja in jeder Kirche findet, mit dem Kreuz obendrauf, das ist Saturn. So, und wenn wir noch mal zu Weihnachten hinschauen, dann können wir also auch sehen, dass auch dieser sogenannte Santa Claus, eben, also der Weihnachtsmann, dass das eine saturnische Karikatur von der christlichen Jesusfigur ist. Ja? Und das findet man also auf dieser Seite hier eine tabellarische Aufstellung auch. Also es wird praktisch alles wie eine Karikatur übernommen, sodass es einfach ins Unterbewusstsein der Menschen hineinwirkt. Und letztlich geht es dabei aber darum, dass Saturn, Satan und Santa, dass das alles dasselbe ist. Und im Übrigen auch dieser New Age aufgestiegene Meister Sanat Kumara, also Satan, Sanat, Santa, das ist alles das Gleiche. Und letztlich ist dahinter immer
Saturn. Und das ist eben wichtig, sich das bewusst zu machen. Bei Weihnachten geht es um diese saturnische Manipulation. Es geht um viel Geld, es geht um Materialismus und es geht darum, die Menschen davon abzulenken, die Rauhnächte für das zu nutzen, wofür sie eigentlich da sind, nämlich zur Selbsterkenntnis, zur Vertiefung ihrer eigenen Selbsterkenntnis. Dazu habe ich einen Prozess entwickelt, der seit 2002 immer weiter vertieft wird und zudem ist jetzt auch ein Buch erschienen. Der Prozess heißt Lass los und lebe und ich lade dich einfach ein, dich mal ein bisschen damit und natürlich vor allem mit dir selbst zu beschäftigen. Wenn du Lust hast, hol dir auch einfach das Buch. Jetzt über Weihnachten gibt es die Kindle-Version gratis und dann schau mal, wohin dich das führt, wenn du dich mit den essentiellen Fragen des Lebens beschäftigst, anstatt dich mit den Oberflächlichkeiten von Weihnachten abzulenken. Okay, in diesem Sinne, alles ist Liebe.